Bei Zooplus gab es Zahlen und über diese Zahlen spreche ich jetzt mit demjenigen, der sie zu verantworten hat, Florian Seubert. Er ist der Finanzvorstand und Mitbegründer von Zooplus. Hallo, Herr Seubert. Umsatzziel erreicht, aber EBITDA 1,8 Millionen weiter in den roten Zahlen, obwohl wir eigentlich auf eine schwarze Null gehofft hatten. Sie, glaube ich, auch. Wie ist das zu erklären? Naja, also im vierten Quartal sind wir EBITDA positiv, und insofern läuft aus unserer Sicht das Geschäft sehr gut. So hatten wir es ja auch schon in den neuen Monatszahlen angekündigt. Es ist ganz einfach zu erklären. Wir hatten ja in der ursprünglichen Forecast für 2012 eine Gesamtleistung von 320 Millionen vorhergesehen. Wir sind jetzt bei 335 Millionen, also haben da nochmal ganz schöne Schippe draufgelegt und haben immer gesagt, wenn wir schneller wachsen können, dann werden wir das auch tun. Auch wenn das ein Stück weit auf Kosten des Ergebnisses geht, denn wir müssen ja neue Kunden akquirieren und das kostet immer im ersten Jahr. Es dauert etwa ein Jahr, bis diese Kunden sich quasi amortisieren. Und insofern sind wir mit dem Jahr rundum zufrieden und vor allen Dingen auch mit dem sehr, sehr positiven vierten Quartal. Das hören wir natürlich jetzt von Ihnen nicht zum ersten Mal. Mehr Umsatz, mehr Kunden, da muss man investieren. Das Ergebnis leidet darunter. Klappt es denn 2013 mit den Gewinnen bei Zooplus? Also es wird 2013 mit den Gewinnen klappen, das haben wir auch schon angekündigt. Nur eins ist auch ganz klar, Zooplus ist in einem Markt mit 22 Milliarden. Wir sind mit Abstand führend im Online-Bereich und wir werden wirklich mit dem Klammerband gepudert, wenn wir jetzt nicht weiterhin massiv auf Wachstum setzen würden. Da liegt der Wert des Unternehmens, also die strategische Position, die wir uns hart erarbeitet haben in den letzten 10 Jahren, und aus den 400 Millionen plus X dieses Jahr wollen wir auch in den Folgejahren deutlich, deutlich mehr werden, mehr machen. Das ist die Strategie, die wir auch weiterhin verfolgen werden. Wir haben aber auch gesagt, wir wollen das jetzt jedes Jahr mit steigendem Ergebnis verknüpfen. Das ist die Herausforderung, aber da sind wir recht zuversichtlich. Das heißt, um Cashflow oder Liquidität müssen wir uns keine Sorgen machen. Nein, überhaupt nicht. Wir haben ja nur einen leicht negativen Cashflow im letzten Jahr gehabt. Aber warum? Das ist ja nicht bedingt durch, also mal große operative Verluste, sondern wir bauen unser Geschäft auf. Wir erweitern unser Geschäft. Wir bauen neue Läger. Das beansprucht natürlich Working Capital. Wir wachsen. Ja. Und insofern ist Cashverbrauch, operativer Cashverbrauch, der sich hier absolut im Rahmen hält. Wir haben weiterhin eine ungenutzte Finanzierungsrunde von fast 20 Millionen Euro, die wir nicht antasten. Wir haben keinerlei Bedenken, dass wir unser Wachstum nicht finanzieren könnten. Das heißt, nochmal ganz korrekt nachgefragt, eine weitere Kapitalerhöhung können Sie hier ausschließen? Also ich sehe sie absolut nicht. Wir haben die letzte Kapitalerhöhung ja Ende 2011 durchgeführt, eingetragen wurde sie Anfang 2012. Wir haben das genutzt, um 15 bzw. 16 Millionen Darlehen zurückzuführen. Wir haben jetzt eine Cash-Situation zum Ende des Jahres gehabt, die faktisch ausgeglichen war. Wir haben Finanzierungslinien, die wir nicht nutzen. Nein, also warum sollte man in der jetzigen Sicht eine Kapitalerhöhung angehen? Wir haben eine Eigenkapitalquote von deutlich über 50%. Ich sehe da keinerlei Veranlassung, sowas auch nur in Erwägung zu ziehen. Zooplus wächst, Wachstum kostet Geld. 2012 hat es noch nicht zu schwarzen Zahlen gereicht. 2013 soll das dann klappen. Florian Seubert, Mitbegründer und Finanzvorstand Zooplus. Dankeschön. Herzlichen Dank, danke.